Wusstet ihr, dass es auf Wikipedia eine ellenlange Liste gibt, die alle kontroversen Videospiele auflistet und den Grund angibt, warum sie zum Teil nicht mehr verkauft werden? Wir listen heute eine bunte Mischung an Videospielen auf, die es geschafft haben, dass über sie gesprochen wurde. Und zwar nicht im guten Sinn. Heute geht es um Pickup-Artists, die einem zeigen, wie man Frauen aufreißt, Busen-Controller, das Videospiel mit dem ersten Folterkeller, Spiele, die auf den Vorfällen des 11. September beruhen und ein Videospiel, bei dem Feministinnen die Wände hochgegangen sind, weil die Protagonistin mit Kuchen fett gefüttert wird. Es wird wild. Los geht's. Wir beginnen mal mit einem etwas harmloseren Einstieg, dem Gotcha-Spiel von 1973. Was den Entwicklern bei der Gestaltung des Werbeplakats durch den Kopf gegangen ist, können wir nur erahnen. Gotcha war ein Arcade-Spiel, das von Atari entwickelt wurde und bei dem sich zwei Spieler durch ein Labyrinth manövrieren, das sich mit der Zeit ständig verändert. Das Spiel war harmlos, damit war alles in Ordnung. Wer den Schalk im Nacken sitzen hatte, war der Designer, der das Gehäuse des Arcade-Games entworfen hatte. Denn der hatte die Joysticks so entworfen, dass sie von rosa Kuppeln umgeben waren, die Brüste darstellen sollten. Spätestens nach einem Blick auf das Werbeplakat war das, jedenfalls für Erwachsene, klar ersichtlich. Heute schmunzeln wir darüber. Damals gab es, für die damalige Zeit, einen fetten Shitstorm und die rosa Kugeln wurden schnell durch normale Joysticks ersetzt. Einer der ersten kleinen Skandale in der Geschichte der Videospiele. Heutzutage sind wir in Videospielen, was Gewalt und Blutvergießen angeht, ziemlich abgestumpft. Doch Folterszenen sind immer noch die Seltenheit und laufen immer Gefahr, zensiert zu werden. Und jetzt stellt euch vor, wie es damals abgegangen sein muss, als Chiller rauskam, ein Light Gun Arcade Game von 1986. Direkt das erste Level zeigt eine Folterkammer, in der du die anwesenden festgeschnallten Charaktere aufs Übelste und Blutigste zerstümmeln musst. Ein absoluter Schocker. Auch heute noch hört sich das Spielprinzip übertrieben böse an. Der Spieler muss herausfinden, wie er die NPCs in möglichst kurzer Zeit töten kann. Obwohl es möglich ist, sie zu erschießen, ist dieser Prozess ineffizient, da direkte Schüsse nur dazu führen, dass Fleischbrocken weggesprengt werden und die Opfer am Leben bleiben. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, die Foltergeräte zu aktivieren, was zu einem schnelleren und blutigeren Tod führt. Wie ihr euch denken könnt, löste das Spiel einen Aufruhr aus. Es wurde praktisch in jedem Land verboten. Spielhallenbesitzer weigerten sich einfach, das Lightgun-Spiel zu kaufen und aufzustellen, aufgrund der sinnlosen Gewalt und der Ermutigung zur Folter. Hersteller Exidy konnte Chiller nur in einer Handvoll Länder verkaufen. Kommen wir zu einem Handheld-Game, bei dem einige nicht glauben können, dass es dieses Spiel tatsächlich gegeben hat, weil es so geschmacklos ist. Wir sprechen von Laden vs. USA, einem kleinen bunten Handheld-Game von 2003. Das Spiel nimmt direkten Bezug auf die Vorkommnisse des 11. September und die Verpackung zeigt Bilder der tatsächlichen Flugzeugwrackteile. Macht euch das mal klar, dieses Handheld-Spiel kam nur 2 Jahre nach dem Anschlag auf den Markt. Shopbesitzer waren fassungslos. Einige amerikanische Shops verboten den Verkauf in ihren Läden sofort und viele Einzelhändler weigerten sich, das Handheld überhaupt in ihr Sortiment aufzunehmen. Das Gameplay sieht folgendermaßen aus. Der Spieler steuert ein U-Boot, das über den unteren Teil des Bildschirms fährt und auf vorbeifliegende Kampfjets schießt. Bei dem Spiel handelt es sich um eine simple, dreiste Raubkopie von Submarine Battle, einem Handheld-Game von 1983. Im Netz heißt es, dass aufgrund des generischen Charakters des Spielprinzips unklar sei, ob das Spiel pro- oder anti-amerikanisch sein soll. Es wurde höchstwahrscheinlich absichtlich vage gehalten. Das Spiel wurde sowohl in den USA als auch in Pakistan verkauft. Von Kaboom von 2002 können wir nur Screenshots zeigen, denn Gameplay haben wir nicht gefunden. Es handelt sich bei Kaboom the Suicide Bomber um ein Flash-Browser-Spiel, in dem man einen Selbstmordattentäter steuert, der so viele unschuldige Männer, Frauen und Kinder wie möglich mit in den Tod reißen soll. Dafür trägt der Protagonist einen Sprengstoffgürtel, der per Mausklick gezündet werden kann. Um den Highscore in die Höhe zu treiben, empfiehlt es sich zu warten, bis man von möglichst vielen unschuldigen Passanten umgeben ist. Das simple Spielchen wurde innerhalb einiger Monate fast 1 Million Mal aufgerufen, auch wenn es scharf kritisiert wurde. Die US-Abgeordnete Nita Lowey erklärte damals, Kaboom trivialisiere den abscheulichen Akt des Tötens und Verstümmelns unschuldiger Menschen. Wir haben das Browser-Game bei unserer Recherche tatsächlich gefunden. Es ist noch spielbar. Da es bei YouTube aber nicht zu finden ist, zeigen wir sicherheitshalber nur Bilder. Übrigens meldete sich der Macher von Kaboom damals selbst zu Wort. Er sagte, ich wollte nur zeigen, dass Selbstmordattentäter nichts weiter als entbehrliche Spielfiguren sind, deren einziger Zweck es ist, Unschuldige zu terrorisieren. Und ich denke, dass Leute, die sich selbst in die Luft sprengen, dumm sind. Wenn du das beleidigend findest, dein Problem.
Correct me if I'm wrong, but I'm sure I've seen you in my yoga class. Do you go there? No, I don't do yoga. You don't? No. Not at all? We should try. Super Seducer von 2018 beschreibt sich in der Spielebeschreibung wie folgt. Super Seducer ist der realistischste Verführungssimulator der Welt. Ein Live-Action-Spiel, das dich in Alltagsszenarien versetzt und dir erlaubt zu entscheiden, wie du dich verhalten sollst und dann beobachtest, wie Frauen reagieren. Im Endeffekt geht es natürlich darum, durch die richtige Auswahl von Sätzen die Frau ins Bett zu bekommen. Als Anschauungsmaterial werden Videoclips gezeigt, die vom selbsternannten Dating-Guru und Entwickler des Spiels kommentiert werden. Das Spiel geriet schnell unter Beschuss und wurde von linken Kritikern als das schäbigste Spiel der Welt bezeichnet. Schon in der Entwicklungsphase hatte es Probleme gegeben. Kurz vor seiner Veröffentlichung wurde die Crowdfunding-Kampagne des Spiels gestoppt. Laut Kickstarter wegen unangemessener Inhalte und aufgrund von beleidigendem und pornografischem Material. Es gab aber noch weiteren Ärger. Die Macher von Super Seducer hatten einen YouTuber wegen Urheberrechtsverletzung angezeigt, nachdem der in seinem Video Kritik am Spiel geübt hatte. Die Veröffentlichung von Super Seducer für die PS4 wurde von Sony kurz vor der Veröffentlichung zurückgezogen. Auch Super Seducer 3 hat es nicht auf Steam geschafft, weil Valve keine Inhalte erlaubt, in denen echte Menschen auf nicht jugendfreie Art zu sehen sind. Falls ihr doch einen Blick riskieren wollt, auf GamesPlanet werdet ihr fündig. Wow, Kimberly. Kimberly is a beautiful girl who enjoys reading and playing lacrosse. It's also very incorrect. The Guy Game von 2004 ist ein Quizspiel für Erwachsene, das von Pop-Heavy Studios entwickelt wurde. Das Spiel war das erste und letzte Spiel, das sie jemals veröffentlicht haben. Größtenteils besteht das Spiel aus Live-Action-Aufnahmen von Mädchen in Bikinis. Im Stil einer Quizshow müssen die Mädchen Fragen beantworten und sich entblößen, wenn sie falsch antworten. Der Fremdschämfaktor ist riesig. Letztendlich wurde das Spiel vom Markt genommen, weil eines der Mädchen zum Zeitpunkt der Aufnahmen erst 17 Jahre alt gewesen war und damit minderjährig. Sie verklagte die Macher, weil ihr nicht gesagt worden war, dass mit ihrer Nacktheit für das Spiel geworben wurde. Auch kommerziell war The Guy Game eine Enttäuschung. Außerdem erhielt es massig negative Kritiken. Es wurde als geschmacklos beschrieben, als inhaltsleer und langweilig, weil sich die Dialoge ewig in die Länge ziehen. Das Spiel ist Trash pur. Ein Beispiel. Die erste Quizrunde im Spiel nannte sich Vorspiel. Im Jahr 2008 gab es auf der Games Convention in Leipzig einen unerwarteten Aufreger, der in mehreren Online-Magazinen für Schlagzeilen sorgte. Man konnte eine neue Version von Space Invaders spielen, mit dem Titel Invaders, mit Ausrufezeichen. Zu sehen waren die üblichen Reihen von Außerirdischen, nur zeigte der Hintergrund die Zwillingstürme des damaligen World Trade Centers. Die Außerirdischen versuchen, die Türme zu zerstören, während der Spieler versucht, sie abzuwehren. Zeitungen wie die New York Daily News berichteten über das Spiel und befragten Familien von Opfern des 11. September, was sie von dem Spiel hielten. Ihr Urteil fiel vernichtend aus. Schöpfer dieses schwierigen Spiels war ein in Paris lebender Künstler und eben nicht Taito und Square Enix, denen die Space Invaders-Reihe gehört. Um sich zu distanzieren, gab Taito ein umfangreiches Statement ab und drohte mit rechtlichen Schritten wegen unerlaubter Verwendung von Space Invaders-Inhalten. Der Entwickler zog das Spiel später zurück. Das Spielprinzip von Fat Princess von 2009 ist schnell erklärt. Zwei Spielerhorden treten mit dem Ziel gegeneinander an, die geliebte Prinzessin aus dem feindlichen Kerker zu befreien. Die Sache hat jedoch einen Haken. Der Gegenspieler hat die Prinzessin regelrecht gemästet, so dass man nun einen großen Teil seiner Armee benötigt, um sie zurückzutragen. Man mästet also die Prinzessin fett. Schon bevor das Spiel überhaupt auf den Markt kam, erklärten einige das Spiel als frauenfeindlich und beleidigend für übergewichtige Menschen. Was für die einen nur ein Spiel war mit einem moppeligen Hauptcharakter und einer lustigen Story, war für andere ein Spielkonzept, das Frauen und ihr Körperbild diffamierte. Ein paar Feministinnen schrieben empörte Blog-Einträge und die kontroversen Debatten nahmen ihren Lauf. James Green, der leitende Art Director von Fat Princess, erklärte später, dass die Konzeptkünstlerin des Spiels selbst eine Frau sei. Die äußerte sich einige Zeit später folgendermaßen: Ich glaube nicht, dass die Dinge, die wir in Spielen sehen, notwendigerweise ein Spiegelbild von uns selbst sind. Die fette Prinzessin ist kein Sprachrohr für alle Frauen oder sogar für alle dicken Frauen. Und ich bin sehr neugierig auf die Kritiker, die in ihr eine Aussage über sich selbst oder ihre Rolle als Frau in der realen Welt sehen. Wäre es nicht genau die falsche Botschaft an die Frauen, dicke Mädchen aus dem Spiel zu entfernen, weil sie zu viele Themen ins Spiel bringen? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr eines der Spiele in der Liste kennt und sogar gespielt habt. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Bis dahin wünschen wir euch eine Mega-Woche, keinen Stress und viel Sonne. Bis zum nächsten Mal.